mit einem freudigen Schwung nach vorne. Ja, der Mann hat hier ein, nicht nur zwei Beine. Der hat zwei Beine, ja, das ist besser so. Ja, wie heißt es so schön? Herzlich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Technik-Ranch. Na, Synchronsprechen üben wir noch ein klein bisschen. Mit dem guten Herrn Schnurer. Und dem Herrn Morawitz. Hallo. Wir haben natürlich Themen, und zwar dieses Mal zwei. Und zwar schauen wir uns einmal Business Notebooks an. Bevor Sie jetzt alle sagen, oh, interessiert mich nicht, sollte Sie interessieren, denn Business Notebooks sind nicht nur für die Leute mit Schlips und komischen Dingen, sondern als Privatanwender hat man durchaus gute Gründe, vielleicht auch Richtung Business Notebooks zu gucken, weil die sind manchmal einfach ein bisschen besser als die Konsumergeräte. Schauen Sie sich's an, vielleicht ist da was für Sie dabei. Und beim zweiten und letzten Thema dieser Ausgabe, dieser neuen Ausgabe, schauen wir quasi mehr oder weniger nicht sprichwörtlich in die Röhre, sondern auf den Flachbildschirm. Wir haben nochmal das Thema DVB T2 HD. Und zwar, wie kann ich das auf dem Notebook gucken? Die Lösung dafür ist inzwischen da. Wir haben uns die mal angesehen und sagen Ihnen, wie begeistert oder auch nicht begeistert wir davon waren. Viel Spaß dabei. Wie sagen wir immer so schön? Jetzt gucken. Gucke, aber sofort. Yeah! Ja, wenn einer eine Reise tut, wie ich doch dieses Wort liebe, tut. Also wenn einer eine Reise tut, wie auch unter anderem manchmal geschäftsbedingt, auch Herr Schnurer geschäftsbedingt. Ja, in gelegentlich schon, aber wie kriegen wir jetzt die Kurve auf einfach. Die Notenbücher? Geschäftsreisende benötigen ja oftmals nicht nur hier das übliche alte Schreiberli, sondern natürlich einen schönen Notebook. Ach, also so ein Schreiberli mit Tasten. Ja, genau. Okay, so, ja, natürlich. Notebooks klar. Für Geschäftsreisende. Zum Beispiel. Wir reden über Business Notebooks, aber eben Business Notebooks, die sich auch Privatanwender durchaus kaufen sollten, weil so ein Business Notebook steht ja nicht drauf, bitte nur von Businessmen kaufen, sondern die haben viele Eigenschaften, die auch wirklich für Privatanwender total spannend sind. Deshalb vielleicht als erstes mal so ein kleiner Exkurs in die Kategorisierung bei den Notebooks. Es gibt ja auf der einen Seite diese Consumer-Notebooks. Das ist das, was ich in den Prospekten immer schön angepriesen bekomme. Große Zahl bei Eigenschaften, kleine Zahl bei Preis und dazwischen halt irgendwie ein Gerät, das zusammengehühnert ist. Diese Geräte haben meistens die neuesten Features, also was so neu und modern ist, ist da eingebaut. Was sie aber in der Regel nicht haben, sind Dinge, die jetzt wieder beim Business-Notebook besonders wichtig sind. Dazu gehört erstens mal ein mattes Display. Denn auf so einem Spiegeldisplay kann man nicht vernünftig arbeiten. Deshalb haben alle Business-Notebooks einfach mal ein mattes Display. Und eigentlich fast alle Consumer-Notebooks haben irgendwie so ein Spiegeldisplay. Der Grund ist relativ einfach. Die Farben sehen auf dem Spiegeldisplay brillanter aus. Aber ja, brillant aussehen ist das eine. Spiegeln und nicht arbeiten können ist halt das andere. Dann gibt es noch einen zweiten großen Unterschied zwischen Business- und Consumer-Notebooks. Das sind quasi die inneren Werte. Business-Notebooks sind normalerweise so ausgelegt, dass man sie gut warten kann. Das heißt, innerhalb einer Serie passen etwa die Netzteile zusammen. Das heißt, man kann die austauschen. Das ist für Firmen, die ganz viele Notebooks haben, total wichtig. Für den Privatmann ist es, naja, so lala, braucht man eigentlich nicht viel drauf achten. Der zweite Punkt ist im Bereich der Wartung. Die sind so eingerichtet, dass sie fernwartbar sind. Das heißt, dass der Systemadministrator der Firma zentral Software-Updates einspielen kann. Und all diese Dinge ist für mich als Privatsterblichen oder Normalsterblichen auch nicht so furchtbar wichtig. Aber was Business Notebooks noch haben, sie haben normalerweise eine erweiterte Garantie. Üblicherweise mit Vor-Ort-Service, weil ein Business Notebook muss einfach mal funktionieren. Es geht nicht, dass man das erstmal wochenlang wegschicken muss und dann irgendwann wieder kriegt repariert, sondern das muss einfach schnell repariert werden. Insofern ist dieser Service-Aspekt etwas ganz Wichtiges und da habe ich nur als Konsumer wieder ganz klare Vorteile. Lassen Sie mich ganz kurz raten. Business Notebooks von Preis, ne, da beginnen wir, da hören wir auf ungefähr so. Diese gespiegelten oder entspiegelten Displays oder auch halt die Garantiegeschichte, das macht sich im Preis aber auch bemerkbar? Bemerkbar, nein. Also die Preisspanne ragt hier. Jetzt fange ich auch schon an zu nuscheln. Ja. Die Preisspanne reicht hier von 700 bis 1500 Euro. Mhm.
Man kann generell sagen, man bekommt Consumer-Notebooks mit den gleichen technischen Eigenschaften, bis auf die Unterschiede halt im Display und im Service und so weiter, für ein paar hundert Euro weniger. Aber dafür bekommt man eben auch in der Regel ein nicht so robustes Gerät. Das ist nämlich der letzte Punkt, wo sich die Business-Geräte noch von den Consumer-Geräten unterscheiden. Die sind meistens nicht so furchtbar schick. Sie sind in der Regel auch nicht so furchtbar schlank und klein und besonders dünn, sondern sind ein bisschen robuster gebaut, weil sie eben wirklich für denjenigen gemacht sind, der damit tagtäglich unterwegs ist, in der Bahn, im Auto und sonst wo, wo die Geräte also auch ein bisschen was wegstecken können. Okay. Ja, das wäre schon meine Frage gewesen. Also die müssen schon durchaus etwas aushalten. Ne? Natürlich, das ist klar, ganz, ganz wichtig. Und meistens sind ja Business Notebooks Notebooks, die einem nicht privat gehören, sondern die gehören der Firma. Und das bedeutet bei ganz vielen Menschen leider, dass sie halt auch so behandeln. Weil ein eigenes, selbst gekauftes Notebook, da ist man schon ein bisschen vorsichtiger. Ne? Ich habe es ja selbst bezahlt. Also das Notebook von der Firma. Ich hätte jetzt aber das theoretisch anders gedacht, dass gerade ja, wenn man grau ist sie die Theorie. Gerade etwas zur Leihe, zur Verfügung gestellt bekommen hat, dass man gerade dann mit diesen Dingen etwas behutsamer umgehen sollte. Also die Praxiserfahrung auch bei uns aus dem eigenen Haus ist leider genau die gegenteilige. Das heißt, da ist so ein bisschen das Gefühl, ist nicht meins, kann ich so jetzt mal schnell zusammenpacken, raff, 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 raff. Bei einem, also so einfaches Beispiel, bei einem privaten Notebook legt man so einen Schonbezug zwischen Tastatur und Display. Macht eigentlich fast jeder, weil er sonst irgendwann auf dem Display so kleine Streifen hat von der Tastatur, die sich durchdrücken. Im Business Notebook das Erste, was verschwindet, zumindest bei unseren typischen Firmen-Notebooks, ist halt genau diese Einlage dazwischen. Die wird dann vergessen, verloren, irgendwo hingelegt. Also das mit dem sorgsamen Behandeln anderer Leute Eigentum, das ist eine graue Theorie. In der Praxis ist das eher nicht so. Wollen wir ins Eingemachte kommen? Wollen wir mal zu den Geräten? Das ist ein super Vorschlag. Ja. Und zwar fangen wir mal so halbalphabetisch an. Dell, da gibt es die Latitude-Serie und eines der neueren Modelle ist das 5480. Das ist wie alle Geräte in diesem Test ein Kaby Lake-System, also Intels aktuelle Prozessorgeneration. Sie haben alle 14 Zoll. Das ist so eine ganz typische Größe für diese Business Notebooks. Sie haben alle Full-HD-Auflösung, also 1920x1080 Bildpunkte. Klar, ich hatte schon gesagt, sie haben mattes Display. Und sie haben natürlich alle eine SSD drin. Na, also Notebook ohne SSD wäre heute nicht mehr so der Hit. Naja, ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ja. Die ist 256 GB groß bei allen, also spare ich mir das in der Einzelaufzählung nachher. Ja, was hat das Latitude anders als alle anderen? Fangen wir von oben an, nämlich beim Preis. Es ist mit 1500 Euro das teuerste in diesem Test. Es ist aber auch das mit dem schnellsten Prozessor. Es hat nämlich einen Core i5-7440HQ drin. Das ist ein echter Vierkernprozessor. Die anderen Notebooks haben alle auch zwar auch ein Core i5, aber 7200U. Und der ein oder andere erinnert sich in der Vergangenheit, kleine Prozessorkunde. U heißt immer Ultra Mobile, heißt immer zwei Kerne, auch wenn es ein Core i5 ist. Ja, also dann vier virtuelle. Ja, also das U steht explizit für zwei Kerne. Genau, und ultramobil. Ultramobil und vier Kerne? Vier Kerne ist halt dann entweder ohne Buchstaben dahinter oder eben wie in diesem Falle die HQ-Version. Das sind dann eben tatsächlich welche mit vier Kernen, also acht virtuelle Kerne. Jeder Kern kann ja zwei virtuelle Kerne darstellen. Also schon deutlich leistungsfähiger. Das ist auch einer der Gründe, warum das Ding hier deutlich teurer ist als die anderen. Da wir noch beim Prozessor sind, dieser Core i5, der taktet normalerweise mit 2,8 GHz und wenn nur ein Thread arbeitet, also ältere Software zum Einsatz kommt, dann taktet er automatisch hoch auf 3,8 GHz, wird dann also noch mal ein bisschen schneller, ist mitunter ganz hilfreich. Was er noch anders hat als die anderen, ist die Grafik. Alle diese Notebooks arbeiten mit integrierter Grafik, sind also keine Gaming-Notebooks, also Spiele spielen, no way, macht keinen Spaß, geht nicht. Ist nicht in diesen Kisten. Hier ist die HD 630 Grafik von Intel drin. Die ist ein Hauch flotter als die 620er, die in den anderen drin ist. Macht sie aber immer noch nicht wirklich spieletauglich. Merkt man bei einigen Sachen jetzt Stichwort. Wo ist das Stichwort? Herr Morawitz? Ich wollte eigentlich ein Stichwort. Ich Habe ich ihn ausgetrickst. Was ist denn ein Videoschnitt zum Beispiel? Da ist es. Ich wusste es. Könnte man damit auch Videoschnitt betreiben? Ja, ich behaupte einfach mal, ja, das kann man schon. Das kann man. Hängt natürlich von der Software ab. Ja. Aber hier merkt man dann tatsächlich, wenn man also eine
Jetzt fange ich an. Wenn man ein Videoschnittsystem hat, was diese Iris-Grafik, so heißt das Ding quasi als Familienname, unterstützt von Intel, dann merkt man den Unterschied zwischen einem 620 und einem 630. Ja. Tatsächlich, der rechnet ein bisschen schneller, der 630, und ist deshalb ein bisschen besser für Videoschnitt geeignet. Allerdings 4K-Videoschnitt auf so einem System würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen, aber für Full HD ist das durchaus geeignet. Also das kann man dann auch unterwegs nutzen. Ist ja auch ein i5, also wenn wir dann von 4K reden, dann gehen wir wirklich schon auf i7 hoch. Genau, da kann man eigentlich gar nicht genug Takt haben. Aber okay, wir wollten ja nur ein klein bisschen abschweifen. Ja, genau. Ein paar Komponenten gibt es noch, die dieses Notebook anders machen. Den schnellen Prozessor hatte ich erwähnt, der hat einen kleinen Nachteil, und zwar braucht er natürlich auch mehr Kühlung. Und das merkt man bei diesem Notebook leider. In Ruhe kommt es auf 0,1 Sohne, also ist fast nicht zu hören. Aber unter Volllast kommt das auf 2,7 Sohne. Und das ist brüllend laut. Das hört man. Das will man echt nicht haben. Also ich sage immer so, unter 1 Sohne ist etwas, was man gut ertragen kann. Und man muss sich beim Notebook vorstellen, das sitzt ja auch direkt vor einem. Das heißt, da kann man also nicht so weit weggehen, um dem Lärm zu entkommen. Also das ist schon relativ laut, und da würde ich sagen, Firma Dell, da haben wir die Hausaufgaben nicht ganz gemacht. Das kann man leiser kühlen, sowas. Also das geht schon. Und für 1500 Euro hätte ich das ehrlich gesagt auch erwartet. Naja. Die sonstigen technischen Eigenschaften sind eigentlich so wie erwartet. 8,5 Stunden kontinuierliches Video gucken ist drin. Das heißt also, den Film unterwegs, dieses Fußball-Länderspiel oder was auch immer, schafft man ganz bequem mit einer Akkuladung. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das Gewicht ist mit 1,72 Kilo auch noch durchaus portabel. Also das sind jetzt keine Leichtgewichte unter 1 Kilo, ist aber keines dieser Geräte. Was noch eine Besonderheit ist bei diesen Business Notebooks, da ist immer das Thema Docking Station mit dabei. Hier ist jetzt eine USB Typ C Docking Station dran. Das ist schon mal relativ modern, aber hat durchaus Nachteile gegenüber der klassischen Dockingstation, weil dann eben alles über USB Typ C kommen muss. Das gilt zum Beispiel für die interne Grafik, die dann eben nicht mehr benutzt werden kann, sondern stattdessen wird ein Grafikchip verwendet, der quasi hinter diesem USB Typ C Anschluss ist. Das gibt mitunter Probleme. Bei so manchen etwas exotischeren Videocodecs kann das dann Schwierigkeiten geben, beim Versuch da irgendwie 3D-beschleunigt drauf zuzugreifen. Das geht sowieso in die Grütze. Also da haben diese Typ-C-Docking-Stations doch eine ganze Menge Nachteile gegenüber klassischen. Aber es ist leider Gottes ein Trend, weil eben alles in Richtung USB-Typ-C hineingeht. Und das ist aber immerhin beim Dell halbwegs vernünftig gelöst. Mhm. Gibt eine kleine Kuriosität noch: Wenn man diesen USB-Typ-C-Dock verwendet, dann beschwert sich das Notebook, dass irgendwie die Energieversorgung nur mit 60 statt mit 65 Watt erfolgt. Ist aber eigentlich unsinnig, weil das erstens gäbe USB Typ C mehr her, und das Netzteil, was da dran hängt, ist stark genug. Also es könnte das. Da ist, ich halte es ehrlich gesagt für einen Softwarefehler, aber okay, da könnte Dell auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ja, und damit sind wir eigentlich durch. Mit dem kommen wir doch zum Fujitsu. 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 Nicht Jujitsu, sondern Fujitsu. Ja. Da gibt es die Livebook-Serie, auch eine ganz bekannte Business-Notebook-Serie, das Modell E547. Ich hatte es ja schon gesagt, wie alle anderen, die jetzt noch kommen, hat es einen Core i5-7200U, also mit 2,5 GHz getaktet, oder wenn nur ein Kern aktiv ist, mit 3,1 GHz. Das hat noch eine klassische Dockingstation. Das heißt, hier habe ich einen speziellen Anschluss, wo ich das Notebook reinsetze. Mit einem Handgriff kann ich es damit andocken und auch mit einem Handgriff wieder abdocken. Mhm. Das ist bei diesen Typ-C-Dingern immer so ein bisschen komplexer. Mitunter muss ich da mehrere Kabel hin und her hühnern. Also da merkt man schon, also hier ist eindeutig mehr an denjenigen gedacht worden, der das Notebook unterwegs und am eigenen Arbeitsplatz verwendet. Da ist so eine klassische Dockingstation einfach durch nichts zu ersetzen. Ich docke auch mal eben ganz kurz an, und zwar mit dem Kaffee. Ja. Für die aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauer: Der liebe Herr Schnurre hat gerade keinen hier stehen. Stimmt. Die Kaffeeküchenmeisterin ist gerade noch dabei, einen goldfiltrigen Kaffee anzufertigen. Der wird nachgefiltert. Ja. Krieg ich gleich. Aber ich halte es, glaube ich, aus, anders als der Herr Morawitz. Der hat mit ohne Kaffee ist immer schwierig. Aber okay, wir schweifen ab. Wir wollten über das Livebook E547 von Fujitsu weitersprechen.
Es kostet 1.100 Euro, was auch ein bisschen der Ausstattung geschuldet ist. Es ist nämlich ein LTE-Modem mit drin und es hat einen wechselbaren Akku. Das haben die anderen alle nicht. Mhm. Das ist eine Unsitte, die von den Consumer-Notebooks so ein bisschen rübergeschwappt ist zu den Business-Notebooks. Das war vor einiger Zeit noch ein absolutes No-Go für ein Business-Gerät. Da musste der Akku ausgetauscht werden, weil diese Notebooks eben auch lange im Einsatz blieben. Ja, inzwischen scheint sich das hier gewandelt zu haben. Die Hersteller setzen auch da auf fest verklebte Akkus. Ist dann ärgerlich, weil man muss dann, wenn das Notebook bzw. wenn der Akku breit ist, was ja nach 2, 2,5 Jahren durchaus passieren kann, dann muss man das Notebook einschicken und es muss eben getauscht werden. Das ist allerdings immerhin möglich bei diesen Geräten. Und es kostet natürlich auch Geld, ja klar. Logisch. Das ist, ja. Aber ein neuer Akku kostet natürlich auch Geld, aber ein austauschbarer Akku ist immer einfacher zu ersetzen. Macht das Gerät aber natürlich größer und in diesem Fall auch schwerer, nämlich 1,97 Kilo kostet das, wiegt das gute Stück. Preis habe ich schon gesagt, 1.100 Euro. Hält mit dem Akku 7,9 Stunden Video ununterbrochen aus, also auch problemlos. Klassisches Dock hatte ich schon gelobt, eindeutig ein Punkt. Was ein bisschen ärgerlich ist, das hat ein Touchpad mit drin, ja, an sich nicht ärgerlich. Es läuft unter Windows 10 Pro, 64-Bit-Version, wie die Business-Version, auch okay, ist auch bei allen anderen Geräten so. Aber dieses Touchpad kann keine Gesten mit drei oder mehr Fingern. Das ist bei Windows 10 aber eigentlich vorgesehen. Verstehe ich nicht ganz, warum man in so ein Gerät, das man unter Windows 10 verkauft, dann ein Touchpad einbaut, was halt mit diesen Windows 10 Touch-Gesten nicht zurechtkommt. Also, okay, da können Sie also echt noch nachbessern bei Fujitsu. Bleibt noch eins zu sagen, Lärm, ja, in Ruhe 0,1 Zone, unter Volllast 0,5 Zone, also wundervoll. Easy. So macht man das. So geht das. So geht das mit dem Kühlen. Aber ist hier ja auch ein klein bisschen einfacher, weil es der kleinere Prozessor ist. Insofern, ja. Burten wir zum nächsten. Wir kommen zu HP. Genau, auch HP hat natürlich Businessgeräte. Also nicht HP Kerkeling, ja. Der hat vielleicht auch ein... Nein, okay. HP hat das ProBook 440 G4. Hat jetzt nichts mit dem Apple G4 zu tun, wenn da irgendeiner jetzt so Ideen hat. Aber ist das einzige Business Notebook in diesem Test und auch das einzige, was ich überhaupt kenne, das nicht schwarz ist. Sondern es hat so einen silberfarbigen Gehäusedeckel, ist mal was anderes und zeigt eben auch, dass das Business-Geschäft jetzt nicht immer nur schwarzer Anzug, schwarze Krawatte und schwarzes Notebook sein muss, sondern man kann da auch mal ein bisschen was wagen. Ja. Das Gerät kostet 750 Euro, ist also deutlich günstiger. Einer der Gründe, warum es so günstig ist, ist, dass hier eben auch nur ein eingeschränkter Service von einem Jahr dabei ist. Man kann auch mehr Service dazu kaufen, das kostet dann aber eben extra. Und wenn ich dann wie bei Dell auf die 3 Jahre Vor-Ort-Service und so weiter kommen will, dann wird es auch schnell relativ teuer. Aber hier halt in der Grundausstattung 750 Euro, ein Jahr Garantie und dann war es das im Prinzip schon an der Stelle. Es ist vergleichsweise leicht, es wiegt 1,58 Kilo. Ist jetzt in dieser Kategorie okay. 200 Gramm weniger als das Dell, so ungefähr. Der Bildschirm ist relativ blickwinkelabhängig. Das finde ich bei einem Notebook ziemlich ärgerlich. Bedeutet also, wenn ich mehr von der Seite gucke, nehmen Kontrast und Helligkeit ab. Wenn ich von der Seite gucke, ja, und die Farben verändern sich vor allen Dingen. Genau. Also auch wieder so das klassische Ding, ich sollte am besten mittig genau drauf schauen. Klar, wenn ich immer nur gerade mittig drauf gucke, dann ist das okay. Aber ja, beim modernen, ich zeige Herrn Schnurer mal was. Genau, das mal rund zeigen, so in der Konferenz, dann sehen die einen und die anderen von der Seite dann schon wieder komische Farben. Also das finde ich jetzt schönes Design, silbrig. Ne? Ja. Dann hapert es dann mit dem Blickwinkel. Da hängt es dann wieder. Ja. Auch hier, das Dock ist ein klassisches Typ-C-Dock. Über das ich allerdings in diesem Fall auch nicht laden kann. Das heißt, ich muss, wenn ich das Gerät lade, noch zusätzlichen Ladestecker anstecken, was natürlich wieder den Kabelsalat erhöht. Also ja, und der Cursorblock ist hier relativ eng und gequetscht. Das sieht man da so auf dem Bild so ein bisschen. Wundert mich, beim 14-Zoll-Gerät ist eigentlich genug Platz, aber hier musste man ja so viel Platz verschwenden für den großen Rahmen um die Tastatur. Das haben andere einfach besser gelöst mit dem Cursorblock. Nein. Haben wir noch einen Punkt, Geräuschentwicklung,
In Ruhe 0,1 unter Volllast 0,9, also so hart an der Grenze, wo ich sage, wird zu laut. Also ist noch unter 0,1, ja, aber ist schon relativ laut für so ein Gerät. Grenzwert erreicht. Genau, so kurz vor, kurz vor Aua. Okay. Einen haben wir noch. Lenovo. Der eine oder andere erinnert sich, das ist ja dieser chinesische Laden, der vor einiger Zeit die Notebook-Sparte von IBM gekauft hat. Die führen die ThinkPad von Reihe von IBM munter weiter. Inzwischen mit dem Modell E470. Kostet 700 Euro. Ist mit 1,95 Kilo kein Leichtgewicht. Der Akku hält 7 Stunden. Ansonsten ist es vergleichsweise günstig, aber beim WLAN haben sie gepatzt. Und zwar haben sie bei den WLAN-Antennen nur eine eingebaut. Das heißt, insbesondere im 2,4 Gigahertz-Bereich versagt das Ding dann mitunter schon. Es hat einen sehr schwachen WLAN-Empfang, finde ich für ein Notebook auch nicht wirklich zeitgemäß. Da hätte man jetzt, also ich hätte gern 10 Euro mehr bezahlt und hätte dafür eine bessere WLAN-Antenne drin. Und jetzt ergreife ich mal eben das Wort und frage mich, ja, pfeife ich doch auf WLAN, wenn ich denn nur keine gute Verbindung habe. Da nehme ich doch den klassischen Ethernet, die Buchse. Klar, die ist natürlich... Ist das dabei? Das ist bei allen dabei. Das ist inzwischen Standard oder bei Business Notebooks muss das einfach so sein. Ja, dass man die Alternative hat. Genau, aber ich bin ja mit einem Notebook auch mobil und es gibt inzwischen ganz viele Büros, wo gar nicht mehr so viele Kabel rumhängen, Netzwerkkabel, sondern wo man tatsächlich auch mit WLAN reingeht. Und insbesondere unterwegs in der Bahn und wo auch immer brauche ich natürlich ein vernünftiges WLAN. Und je besser der Empfang ist, desto mehr sind meine Chancen, dass ich was von der Bandbreite, die da ist, abbekomme. Also in diesem Fall hier haben sie da ein bisschen geschwächelt. Die Tastatur ist hier auch unbeleuchtet. Das ist bei den anderen Geräten anders. Die haben tatsächlich eine beleuchtete Tastatur. Ist hilfreich, wenn ich abends in der Dämmerung im ICE sitze, im abgedunkelten oder halb abgedunkelten Abteil, alle anderen pennen und ich muss noch arbeiten, dann ist so eine beleuchtete Tastatur ganz ordentlich. Stell ich mir gerade vor, bei dem Lenovo, der hat keine beleuchtete Tastatur, hat aber was Schickes, Romantisches, wenn man sich für wenig Geld so ein kleines USB-Lämpchen besorgt, dass man so biegt zu und dann hat man so ein kleines Lämpchen von oben, wie so eine Laterne. Ja, sieht auch ganz zauberhaft aus und ist ruckzuck abgebrochen, wenn ich das Ding auf dem Schoß habe, weil steckt da ja natürlich hinten drin. Und also ich muss sagen, ich bin kein Freund von so Fummellösungen, weil irgendwie, ja, kann man machen. Man kann natürlich all diese Mankos der Geräte ausmerzen. Ich könnte mir hier auch natürlich einen externen USB-Stick, WLAN-Stick ranhängen, aber will ich doch nicht. Ich will das doch alles gleich im Gerät haben. Ja. Und ich meine jetzt 700 Euro, ja, ist ein Kampfpreis, aber nun gut. Zum Dock noch, auch hier USB-Dock, aber Typ A. Und Firma Lenovo bei einem neuen Gerät kein USB-Typ C? Nee, ey, das meint ihr nicht ernst. Finde ich, also dann, das ist dann beim Sparen total übertrieben. Ich glaube auch nicht, dass das im Firmenumfeld so furchtbar gut ankommt. Aber okay, vielleicht haben sie sich ja was dabei gedacht. Das Dock kostet 170 Euro. Noch der Vollständigkeit halber, der Akku hält 7 Stunden Video durch. Geräuschentwicklung 0,1 bzw. 0,5 Sono unter Volllast. Eigentlich ganz ordentlich, aber eben doch ein Gerät mit einigen Einschränkungen. Dafür ist es halt auch das günstigste im Test. Ja, und letztendlich bleibt immer wieder zu erwähnen, Sie haben dann letztendlich die Qual der Wahl des richtigen Notebooks oder sagen wir Business Notebooks kaufen. Ja klar, also ich bin ja ganz ein Verfechter dieser Notebooks mit mattem Display, weil man damit auch wirklich gut arbeiten kann, aber es soll ja Leute geben, die nehmen ihr Notebook gar nicht so sehr zum Arbeiten, sondern für was anderes. Da muss jeder selber wissen, wo er Wert drauf legt. Aber wie gesagt, wenn man sich ein Notebook anschaffen möchte, mal nicht nur auf die Prospekte gucken, die da bei Mädchenmarkt und Konsorten immer rumhängen, die man auch fleißig nach Hause geliefert kriegt, sondern vielleicht auch mal schauen, was es im Bereich Business Notebooks noch an Angeboten gibt. Die darf ich als Nicht-Businessman ja auch kaufen. Deckel zu, Thema durch. So ist es. Nun denn, jetzt ist es in der Tat soweit. Ja, der gute Herr Knurer Kaffee. Hat jetzt Prost. Auch einen Kaffee, den wir uns mal eben einflößen. Hat also funktioniert mit der nachträglichen Kaffeeversorgung bei mir. Um sofort fließend in ein Thema hineinzugehen, was wir ja besonders gerne mögen. Wir hatten es ja schon mehrfach in den letzten Sendungen drin gehabt und darauf hingewiesen oder auch Sie informiert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema DVB-T2 HD. Genau.
Dieser Stick wurde auch schon mal das ein oder andere Mal von mir gezeigt. Ja, der kann tatsächlich oder konnte einst DVB-T. 7 bis 8 Jahre alt ungefähr das Ding. Und ja, was man damit jetzt noch machen kann, ist nett im Museum ausstellen, sich in den Schrank packen oder wie auch immer. Leider ist auch mit der Antenne, die kann man so an die aktuellen Receiver-Setup-Boxen natürlich nicht anschließen. Aber ja, man wobei könnte, es, man könnte, also man theoretisch könnte, würde sie ja sogar noch funktionieren. Also wenn die den passenden Anschluss hätten, das ist ja das Schöne. Die Antennenanlage, wenn man also eine solche hat, von DVB-T2, von DVB-T, die kann man bei DVB-T2 HD weiterverwenden. Denn es sind ja im Prinzip die gleichen Frequenzbereiche, aber es ist eine andere Codierung. Deshalb funktionieren diese Dinger eben nicht mehr. Und mit der neuen Codierung hat man auf der einen Seite es geschafft, mehr Kanäle reinzuquetschen in dieses ganze Senderband. Und auf der anderen Seite haben die Privaten die Chance genutzt, um zu sagen, hey, super, wir stellen jetzt mal um von SD auf Full HD. Und dafür nehmen wir auch gleich ein bisschen Gebühren und verschlüsseln unsere Kanäle. Und nur wer die Gebühr zahlt, Herr Morawitz, wie viel waren es? 69 Euro im Jahr. Genau, also richtig. 5,75 Euro sagt man so pro Monat. Richtig, und das pro Empfangsgerät. Ja. Nicht pro Haushalt, sondern tatsächlich pro einzelnen Empfangsgerät. Da hatten wir uns ja letztes Mal schon ausführlich drüber ausgemerzt. Also Morawitz guckt im Badezimmer, Morawitz guckt hier im Schlafzimmer, wie auch immer, über ein einzelnes Gerät. Ja, auch für jedes Zimmerchen dann 69 Euro plus das Anschaffung der Gerätschaft. Läppert sich ganz schön, aber okay, muss halt jeder selber entscheiden. Aber machen wir es kurz. Also von Freenet TV gibt es jetzt tatsächlich, nicht den, aber gibt es tatsächlich jetzt den Stick, den sie rausgebracht haben. Und ob der gut oder eher schlecht abschneidet, das und mehr erfahren wir jetzt. Genau. Herr Schnurrer. Wir hatten ja beim letzten Mal nur die Vorankündigung für diesen einzigen USB-TV-Stick, mit dem man die Privaten tatsächlich auch empfangen kann. Inzwischen ist das Ding auch tatsächlich zu kaufen. Es kostet 60 Euro. Und ja, klar, wenn ich mich dort anmelde, kann ich ihn sogar benutzen. Wenn ich mich nicht anmelde, kann ich ihn auch nicht benutzen. Und zwar weder für die Öffentlich-Rechtlichen noch für die Privaten. Das heißt, ich habe einen Anmeldezwang dabei. Ich muss meine Daten in jedem Fall an Freenet weitergeben. Dann kann ich bezahlen und dann bekomme ich nach dem ersten Freimonat, der hier tatsächlich nur dabei ist, also nicht wie bei anderen Geräten 3 Freimonate, sondern es ist nur ein Freimonat dabei. Danach kann ich auch die Privatfernsehsender quasi entschlüsseln mit dem Stick und sie dann empfangen. Das Interessante ist aber, dass auch mit Entwicklung oder mit auf den Markt bringen dieses DVB-T2 HD-Sticks, also Jena dort, nicht dieser hier, Jena dort, ja, die bringen auch eine eigene Software mit. Das heißt, also man kann auch explizit nur mit dieser Software den Fernsehgenuss quasi erleben. Genau, das ist ja etwas, also normalerweise hat man im Betriebssystem Standards, auch für Videos. Bei Windows ist das ganz lange schon so und bei Mac ist das genauso. Aber Freenet macht es halt anders. Die benutzen nicht den Standard. Damit habe ich nicht die Möglichkeit, alternative Player, die ehrlich gesagt deutlich ausgereifter sind als das, was Freenet da im Moment anbietet, zu benutzen. Sondern ich bin auf die Software von Freenet festgenagelt. Und das auch noch auf eine besonders perfide Art und Weise. Denn diese Software, die guckt regelmäßig nach, ob Updates da sind. Ich kann dann zwar sagen, ey, nee, jetzt nicht, dann macht er das Update nicht. Aber das kann ich nur zweimal sagen. Danach läuft die Software nicht mehr. Danach muss ich das Update einspielen. Hat natürlich was mit der Paranoia der Privatsender zu tun. Die haben natürlich tierisch Angst, dass ihre wertvollen Sendungen von irgendjemand illegal aufgezeichnet werden. Und das wollen sie nicht so richtig. Deshalb hat man diesen Mechanismus wohl eingebaut, dass Updates auf jeden Fall installiert werden müssen. Also das ist so eine Methode. Ja. Es wird dann auch kritisch, wenn ich dann in dieser Zeit keinen Internetzugang habe. Dann wird es natürlich auch schwierig. Wie komme ich dann an mein Update ran? Aber okay, das sind jetzt Kleinigkeiten. Ganz, ganz, ganz schlimm und richtig perfide finde ich dann, wenn die ersten Leute, die es quasi nutzen, feststellen, huppala, das Ding zum Thema Hardware-Beschleunigung, also dieser Stick von Freenet TV, der greift tatsächlich auf die gesamte CPU zu. Was natürlich enorm Geschwindigkeit bedeutet. Ja, da wäre ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Also es deutet im Moment vieles darauf hin, dass sie keinen Hardware-Chip drin haben, weil die CPU-Last sehr stark ansteigt, wenn ich diesen Stick einsetze.
bei anderen USB-Sticks, die mit DVB-T2 empfangen, die es ja auch gibt, die dann nur eben die privaten nicht empfangen können, da ist das nicht so. Da wird tatsächlich die Dekodierung nicht von der CPU gemacht, sondern von speziellen Chips, die da drin sitzen. Ja. Aber bei diesem hier hat es zumindest im Moment den Anschein, als ob da keine Hardware drin ist, die diese Dekodierung übernimmt. Und damit wird es dann insbesondere bei schwächeren Notebooks eben ein Problem. Da kann es dann schon mal zu Rucklern kommen. Und das ist natürlich das Letzte, was ich haben möchte, wenn ich Fernsehen gucke. Dann habe ich zwar plötzlich ein Full-HD-Bild, aber zwischendurch bleibt das Bild halt einfach mal stehen, weil die CPU nicht schnell drin genug ist. Okay, also die Idee da mit einem Atom beispielsweise, Notebook, was man noch rumstehen hat, das ins Badezimmer zum Fernsehen zu stellen, kann man mit diesem Stick stumpf vergessen. Das funktioniert nicht ruckelfrei. Okay, ansatzweise revidiere ich meine Aussage und lege all meine Hoffnungen darauf, dass vielleicht mit den weiteren Updates oder wie auch immer, mit der weiteren Entwicklung dieses Sticks eventuell ja auch diese Kleinigkeiten dann noch behoben werden. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt an dieser Stelle. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, was in der aktuellen Softwareversion auch nicht funktioniert und was mich total ärgert, ist zeitversetztes Fernsehen. Timeshift. Das ist das, was ich doch eigentlich mit dem Digitalfernsehen gewonnen habe. Ich muss mal schnell auf Klo und halte mal eben das Fernsehbild an, das Live-Bild. Das kann ich mit meinem normalen Setup-Kasten machen. Der kann das einfach. Der zeichnet dann halt in der Zwischenzeit auf. Und wenn ich wieder von meinem Klogang oder von meiner Bierholung oder von, wenn ich eine neue Bratwurst brauche beim Fußball gucken oder einen neuen Kaffee beim Moralitz, dann kann ich einfach da weiter gucken, wo ich aufgehört habe. Mhm. Genau diese Funktion wird nicht unterstützt. Und man ahnt es schon, aufnehmen klappt im Moment auch nicht. Noch nicht. Warten wir ab, ob es da was tut. Also so konkrete Aussagen, ob das mir ist zu Ohren getragen worden. Getragen worden zu Ohren ist schön gesagt. Also irgendwie Mitte Sommer oder so, ja, soll es wohl durchaus dann auch möglich sein, dass man aufzeichnen kann. Okay, wie weit sich das letztendlich gestaltet? Auch da, also da wäre ich jetzt als Käufer oder als potenzieller Ausgeber von 60 € mal ganz vorsichtig. Ja. Ich würde mich ehrlich gesagt niemals auf so etwas verlassen. Wenn man also diesen Stick tatsächlich anschaffen möchte, weil man auf seinem Notebook Privatfernsehen gucken will, und das geht halt im Moment nur mit diesem Stick oder eben mit größeren Set-Top-Boxen, aber auf dem Notebook möchte man eigentlich so einen USB-Stick haben, ja, dann sollte man vorher gucken, sind inzwischen die Funktionen, die man wirklich haben will, also zeitversetztes Fernsehen und Aufnehmen, implementiert oder nicht. Und sind sie das nicht, dann sollte man, wenn man das feststellt, einfach mal stumpf von seinem Rückgaberecht Gebrauch machen. Denn das kann man ja, wenn man das zum Beispiel im Versandhandel kauft. Oder wenn man es vor Ort kauft, muss man halt den Verkäufer fragen und ihn dann darauf festnageln. Wenn das Ding keine Aufnahmefunktion hat oder kein Timeshift, dann bitte möchte ich es wieder zurückbringen. So viel. Das war dazu jetzt. Jetzt können wir vielleicht noch eine ganz kleine Info geben. Da wird ja auch mal oftmals drauf eingegangen. Ja, jetzt hat der eine oder andere so einen Stick. Vielleicht auch vorher schon das alte DVB-T in Anführungszeichen. Vielleicht auch Setup, Receiver, Box. Ja, manchmal ist es mit Empfang so eine Sache. Da hat man dann fleißig diesen Sendersuchlauf gemacht und stellt fest, ich habe ja nicht alle Sender drin. Okay, dann war vielleicht der Empfang der Antenne, also die Antenne wurde nicht korrekt ausgerichtet, wie auch immer. Man hat ja bei den meisten Geräten oder grundsätzlich ja auch diese sogenannte Feldstärke, die angezeigt wird, die Signalstärke und der Empfang. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Geräten, wenn Sie das direkt einblenden können, diese Feldstärkeanzeige, Signalstärke, machen Sie das mal, aktivieren Sie das und dann ganz behutsam, und das ist das Gefährliche beim digitalen TV, manchmal reicht es aus, die nur so ein Stückchen zu drehen. Also die muss ja nicht immer so positioniert sein, die Antenne. Bei mir zum Beispiel ist es in der Tat so, die liegt so, also man kann sagen horizontal, vertikal, je nachdem, manchmal reicht es auch so ein Stückchen und schon hat man den einen oder anderen Sender besser vom Empfang her. Liegt einfach daran, dass natürlich zum Beispiel ARD, ZDF, RTL, Pro7, Sat1, wie sie alle heißen, auf unterschiedlichen Ebenen, so nenne ich das mal, senden. Die einen nämlich horizontal, die anderen vertikal. Ja, und das muss halt natürlich auch dementsprechend die Antenne verarbeiten können, der Empfang verarbeiten können. Manchmal auch ganz schlimm, wenn man daneben ein Handy liegen hat oder sogar mit diesen wunderbaren kleinen netten Feuerzeugen. Auch das ist mal durchgeprobiert worden von mir. Es ist in der Tat so. Selbst dieses Elektroklackern hier drin. Manchmal gibt es dann kurz ein Standbild, Artefakte auf dem Bildschirm. Also versuchen irgendwie unmittelbar der Empfangsantennen oder der Antenne störende Einflüsse weg damit. Kein Handy daneben legen,
oder sonst wie? Deck-Telefone. Deck-Telefone auch. Gerne, ganz beliebt. Natürlich. Und ansonsten, klare Sache, bei den Setup-Boxen habe ich ja in der Regel die Möglichkeit, auch eine externe Antenne anzuschließen. Und im Zweifelsfalle muss man sich halt eine etwas leistungsfähigere Antenne kaufen. Das ist dann auch noch drin, wenn man sowieso schon den Weg des Antennenfernsehens geht. Haben wir es soweit? Ich denke mal, das reicht jetzt zum Thema DVB-T2 HD und der Möglichkeit, das am Notebook zu gucken. Fröhliches Gucken. Ja, wie jetzt? Morawetz, tschüss sagen, zack, zack. Ja, Sekunde, stopp. Fernsehen oder sowas. Hab noch ein bisschen DVB-T2 HD gecheckt. Gecheckt, geguckt. Na, okay. Hm. In diesem Sinne, schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an unseren Themen. Und es wird uns natürlich tierisch freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Technik-Ranch. Was uns natürlich auch freut, und ja, Sie kennen das schon zum Ende, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weil Sie wissen ja, wir arbeiten an dem Projekt Weltherrschaft. Ne? Also Weltherrschaft durch Information, das ist unser Motto. Wir wollen Sie informieren, wollen Milliarden von Abonnenten zu unserem kleinen, wunderbaren Kanal ziehen. Hm. Und dann, wenn wir sie alle haben, dann sagen wir Juhu, Weltherrschaft. Oder sowas Ähnliches in der Art. Also empfehlen Sie uns einfach munter weiter. Und zum Schluss hatten wir da noch was. Der Mann setzt die Brille auf, aber soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, da war noch was. Mhm. Weiterempfehlen war. Hatten wir schon. Also hatten wir schon, dann war doch ja, was anderes. Ja, jetzt war noch was anderes. Ja. Das ist hallo, diesmal gibt es sogar Kleingeld. Also einmal 50 und nochmal 50 machen. Einen ganzen Euro. Ich bin ja froh, dass er mir das nicht in Cents gibt, sonst fällt mir die Hand runter. Tja, aber nun denn. Bevor Ihnen die Hand herunterfällt oder die Tasse aus dem Munde, wollen wir es damit belassen. Besser ist das. Und tschüss. Tschüss. Abonnieren, ja, und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haare kriegen.